willst du denn jetzt? Hörst du nicht dieses lästige Geräusch? Ich hab gesagt, lass die Finger vom Bohneneintopf. Da ist dieser beknackte Specht wieder. Hey! Hey! So, jetzt reicht's. Was willst du denn tun? Ich erledige diesen Specht. Nein, nicht mit meinem Morgenmantel. Ich will ihn ja nur vertreiben. Oh. Hau ab! Ach, blöder Heuladen! Was war das? Ach, nichts. Wollen wir die Kinder in die Mitte nehmen? Nein, nein! Brad, vorwärts! Der Bus kommt jeden Augenblick. Mom, ich fühle mich nicht gut. Was ist denn mit dir? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe auch Fieber. Richtig heiß. Fühlst du dich aber nicht an. Komm, wir messen deine Temperatur. Was ist los mit Brad? Naja, er ist doof und seine Frisur ist ätzend. Arsch! Du bist in Diagnose wohl besonders stark. Oh. Oh, Dad! Meine Frisur! Hier ist nichts passiert. Wo ist deine Steinschleuder? In der Schublade. Mama hat sie mir weggenommen, weil ich Harold Hansen in den Hintern geschossen habe. So, komm her, Brad. Bleib so. Hey, hey, kommt nicht in Frage. Du schießt nicht mit der Schleuder nach dem armen kleinen Specht. Ich wollte ihm gerade mit einem Kieselstein an den Kopf sein Kurzzeitgedächtnis wegknallen. Mann, gibst du mir Brot? Ich will den Specht füttern. Nein, du fütterst den Specht nicht. Nein, aber ja nicht. Aber Pete sieht hungrig aus. Er heißt nicht Pete, er hat überhaupt keinen Namen. Er ist ein Specht, er ist die Pest, er soll sich verpfeifen. Auf Wiedersehen, Charlie. Soll das heißen, wir nennen ihn Charlie? Nein! Du tust Pete nicht. Er heißt Charlie. Er heißt überhaupt nicht. Warum steckst du das in Mams Kaffee? Weil ich schnell hohes Fieber haben will. Ich habe keine Mathehausaufgaben. Dann schreib sie von Jennifer ab. Das geht nicht. Ich habe mit dir Schluss gemacht. Du hast mit Jennifer Schluss gemacht? Wieso? Ich darf ihre Hausaufgaben nicht mehr abschreiben. Für einen Zehner mache ich deine Hausaufgaben und mich brauchst du nicht zu verwöhnen. Na, guck mal an. Was hast du? Meine Zunge tut weh. Oh Gott, ich hoffe, es sind nicht die Mandeln. Ich muss heute zur Arbeit gehen. 43 Grad. Ich weiß nicht, ob ich dich ins Bett stecke oder in die Pfanne als Öl. Was ist in der Schule los? Gar
alles. Ich liebe die Schule. So, wie schön. Dann wird es dich freuen, dass du hingehst. Na los, mach dich fertig. Oh Mann, dann hole ich wohl meine Bücher. Nicht so schnell. Warum will Brad nicht in die Schule gehen? Weil mit ihm und Jennifer Schluss ist. Ehrlich? Wieso? Was ist passiert? Keine Ahnung. Sie hat ihm den Laufpass gegeben, sonst wäre er nicht so deprimiert. Ja, genau. Und du weißt ja, wie nah das Brad geht. Sein kleines Herz ist gebrochen. Und seine kleine Zunge ist verbrannt. Jetzt mach keine Witze. Das ist sehr traurig, was ihm dazugestoßen ist. Kommt alle. Mark, komm schnell, der Bus ist da. Brad, ja, Brad, Schatz. Schon. Schatz, ich wünsche dir einen schönen Tag in der Schule. Und knöpf deine Jacke zu. Bis dann, Jungs. Wiedersehen. Dieser Specht baut sich ein Nest. Da sind überall Zweige. Der baut sich eine Stadt. Wolkenkratzer, U-Bahn, Minimärkte. Das ist Spechthausen da draußen, Schatz. Jennifer hat mit Brad Schluss gemacht. Deshalb wollte er nicht in die Schule. Er kann sie nicht sehen. Ist das nicht herzerweichend? Ja. Ich muss was Besseres finden, wie ich mit dem Specht fertig werde. Du bist so herzlos. Jill, er ist 12. Mädchen kommen und gehen in seinem Leben, okay? Jennifer ist seine erste Liebe. Es schmerzt, wenn du deine erste Liebe verlierst. Da geht's mir viel besser. Ich sehe meine jeden Tag. Oh, das ist lieb von dir. Ihr müsst euch mal kennenlernen. In der ganzen Nachbarschaft. Ich habe es satt. Dieser Vogel verspottet mich, sitzt da oben und grinst. Er hat einen Schnabel. Er kann nicht grinsen. Deine Mama hat auch einen Schnabel und ab und zu grinst sie. Ich finde, du solltest einen Profi kommen lassen. Ich brauche keinen Profi. Hey, ich schließe dir einfach an den Kompressor an und fege damit den kleinen Piepmatz weg. Lass dir von einem Profi helfen. Ich brauche keinen Kammerjäger. Ich habe einen Psychiater gemeint. Du, Randy. Ich hab eine Menge Ärger. Warum? Was ist? Ich hab schon wieder eine Mathearbeit verhauen. Mom und Dad werden mich umbringen. Vielleicht nicht. Mom denkt, du warst heute Morgen so sauer, weil Jennifer Schluss gemacht hat. Aber ich habe mit ihr Schluss gemacht. Ja, aber Mom weiß das nicht. Das ist ausbaufähig. Du musst so tun, als kämen deine Schwierigkeiten in Mathe von deinem Liebeskummer. Du, das ist eine starke Idee. Hey, Jungs. Ja? Ich weiß, wie ich den Specht loswerde. Ich habe hier den alten Binford Superkompressor, ja? Und damit jage ich 2000 bebende Dezibel durch dieses Horn. Das ist eine starke Idee. Hä? Du siehst wie ein Irrer aus. Ja, genau. Ja. Nein, Sir, er soll nicht umgebracht werden. Haben Sie keine gewaltlosen Kammerjäger bei sich? Aber wieso haben Sie dann in Ihrer Anzeige diese fröhliche kleine Maus, die sich per Anhalter fortbewegt? Nein, sie sollte ihr niedliches Köpfchen in einer Falle haben und aus ihren Mundwinkeln sollte Käse hängen. Aber ich... Hallo? Jetzt legt er doch einfach auf, sowas Freches. Hi, Mom. Oh, hi, Schatz. Wie geht es dir? Nicht so gut. Jennifer hat mich verlassen. Ich weiß, Randy hat's mir gesagt. Tut mir ja leid, Brad, aber ich hab gewusst, dass Mom dich versteht. Das hat dich ziemlich mitgenommen, hä? Huh? Kann ich irgendwas für dich tun? Bringst du mir Milch und Kekse? Ja, na klar. Also, Brad, willst du über Jennifer sprechen? Ich glaube, das kann ich nicht. Ich wette, du kannst dich nicht konzentrieren, wenn du sie in der Klasse siehst. Mann, wie recht du hast. Ich mach auf. Brad, ich weiß, wie schwer das sein muss, aber du wirst noch viele Mädchen kennenlernen. Und ich garantiere dir, du findest welche, die sehr viel besser sind als... Jennifer, hi. Wir haben gerade über dich gesprochen. Willst du ein paar Kekse? Nein, ich will nur kurz zu Bradley. Oh, das ist gut. Das ist gut. Hier. Randy, komm mit, wir holen Milch. Komm. Du, jetzt passt's mir nicht. Es dauert nicht lange. Hier ist dein Mathearbeitsheft. Such dir eine andere, die deine Hausaufgaben macht. Warte, Jennifer. Jennifer. Ich bin echt traurig, dass wir uns nicht mehr treffen. Warum sagst du dann, du wirst mich nur noch treffen, wenn ich dir die Hausaufgaben mache? Auf Wiedersehen, Bradley. Ha, 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 ha,
Bradley Michael Taylor. Ist das wahr? Du hast ihre Hausaufgaben abgeschrieben? Mom, könnten wir jetzt nicht darüber reden? Ich bin so traurig. Ach, halt die Klappe. Diese Ladung ist für dich, Spechti. Hey, jetzt ist Schluss mit dem Specht. Ich nehme an, er legt sich in einer Hals-Nasen-Ohren-Klinik. Weißt du, was Brad gemacht hat? Was? Jennifers Mathehausaufgaben abgeschrieben. Sehr gut. Das heißt schlecht. Die sind schwierig. Ich kann das nicht. Ich bin viel zu blöd. Das einzig Blöde war, dass du betrügen wolltest. Sich erwischen zu lassen war auch nicht so klug. Du kannst schon mal nach oben gehen. Brad, du kommst nicht durchs Leben, wenn du nur andere für dich arbeiten lässt. Und was ist mit Al? Der macht die ganze Arbeit für dich. Treib's nicht zu weit, Freundchen. Wir sind wirklich sehr enttäuscht von dir. Wir dachten, dass du sowas nicht machst. Aber ihr seid schuld daran. Ach, wirklich? Ja, vor 2 Wochen habt ihr euch fast überschlagen, als ich eine 2 nach Hause brachte. Da dachte ich, es macht euch Freude, wenn ich weiter gute Noten bringe. Ich wollte nur euer guter Sohn sein. Du hast 1 Woche Hausarrest. Wozu muss ich lernen, wie man Doppelbrüche multipliziert? Das brauche ich später doch nie. Du brauchst das jeden Tag. Wann? Na, wenn ich zum Beispiel in den Laden gehe und 1,5 Pfund Käse kaufe. Ja, aber multiplizieren musst du da nicht. Weil du mich nicht ausreden lässt. Ja, red ruhig aus. Ich kaufe 1,5 Pfund Käse und multipliziere das mit 2,5 Liter Milch. Und wozu machst du das? Weil ich eben Milchkäse mache. Also hol jetzt dein Mathebuch. Dann zeigen wir dir, wie man Doppelbrüche multipliziert. Können wir ihn nicht nur bestrafen? Wir schicken ihn auf sein Zimmer ohne seinen Milchkäse. Es wird schon gehen. Setz dich hin. Also holst du uns Papier und ich habe die Bleistifte. Und du nimmst das Buch und schlägst das Kapitel über Doppelbrüche auf. Ganz unberührte Seiten. Fast wie neu. Komm, lass sehen. Wo ist es? Also gut, da ist es. Multipliziere den Divisor und die ganze Zahl und addiere dann das Ergebnis zum Dividenden. Die Summe ist dann der neue Dividend. Wiederhole den Vorgang mit dem zweiten Doppelbruch und multipliziere dann die Dividenden mit den Divisoren. Und wandle das Ergebnis in einen Doppelbruch um. Mach das, Brad. Was soll ich machen? Was du jetzt machen sollst? Also gut, wir helfen dir, aber nur einmal. Also Tim, mach das. Warum nicht? Also lass mal sehen, was ist das erste Problem? Multiplizieren. 3 5/8 mal 6 3 9/10. Was? Warte, zeig mal, Tim. Multipliziere den Divisor und der Divisor ist nochmal was? Die Zahl unterstrich. Zahl unterstrich, genau. Warum sagen die nicht Zahl unterm Strich dazu? Der Divisor klingt wie ein russisches Theaterstück, oder? Ich bin der Divisor. Nun gleich gibt's im Genick einen doppelten Bruch. Hör auf, lass das. Ich bin ziemlich sicher, dass wir diese Zahl mit dieser multiplizieren sollen. Er ist wieder da. Oh, bitte, jetzt vergiss diesen Specht mal. Der macht das Dach kaputt. Wir haben versprochen, dass wir Brad helfen. Ja, schon gut, schon gut. Also dann lass mal sehen. 8 mal 3 ist 23. 24. Hallo, Nachbar. Hallo, Wilson. Meine Güte, das ist ja eine unheimlich große Wasserpistole. Ich versuche damit, diesen Specht auf dem Dach zu vertreiben. Versuchen Sie es doch mit einer Eule. Die Eule ist der natürliche Feind des Spechts. Na, die wird mir gerade noch fehlen. Dann wär's nicht mehr poch, poch, poch. Dann wär's poch, 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 hu, hu, hu. Poch, 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 hu, hu, hu. Poch, 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 hu, hu, hu. In der modernen Musik kommt das oft vor.
Sie brauchen eigentlich keine echte Eule. Eine Holzeule würde es auch tun. Gute Idee, alles andere habe ich schon versucht. Ich sehe, Ihr Sohn Brad vertieft sich mit Feuereifer in seine Folianten. Was macht er? Ach ja, er lernt. Sagen Sie mal, Wilson, wissen Sie, wie man Doppelbrüche multipliziert? Ich? Selbstverständlich, ich liebe die Mathematik. Dieser Baustein des Denkens lehrt uns Strukturen und Ordnung am besten. Wissen Sie, was Galileo Galilei gesagt hat? Ja, sicher. 1601 Florenz. Warum klingen meine beiden Namen so ähnlich? Nein, er hat gesagt, das Universum ist in der Sprache der Mathematik geschrieben. Seine Personen sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren. Ohne Mathematik würde man in einem dunklen Labyrinth umherirren. Labyrinth was? Naja, sagen wir Irrgarten. Ja, so klingt's auch. Ich will, dass Brett ein guter Schüler ist. Mhm. Also habe ich ihm gesagt, dass das Multiplizieren von Doppelbrüchen dafür sehr wichtig ist. Aber unter uns beiden, damit kann man nie was anfangen. Da bin ich mir gar nicht so sicher, Tim. Es gab Zeiten, da habe ich gedacht, ob mein intensives Studium der alten Stammeskulturen und der großen Gedanken berühmter Philosophen sich je auszahlen würde. Ja. Dann sind Sie eingezogen. Für die filigrane Arbeit an den Rändern habe ich die Binford-Laubsäge genommen. Gut gemacht, Al. Danke, Tim. Und Sie können hier sehen, wie schön die Sammeltassen meiner Mutter zur Geltung kommen. Und hier zeigen wir unseren Zuschauern, Al, worin deine Mutter ihre anderen Wertsachen sammelt. Sag mal, was jetzt als nächstes kommt. Okay, wir wollen als nächstes vorführen, wie man einen neuen Fußboden verlegt. Aber als erstes müssen wir genau ausrechnen, wie viel Hartholz wir dafür benötigen. Genau, und dafür bedienen wir uns der Mathematik, der Sprache des Universums. Wie schon der Galerist Leo Galli gesagt hat. Ich wette, das hast du nicht gewusst, hä? Ich würde sagen, keiner hat's gewusst, Tim. Ja, genau. Unser Probeboden ist ungefähr 3 Meter mal 2 Meter. Um die Quadratmeter rauszukriegen, müssen Sie diese beiden Zahlen multiplizieren. Und da ich mich in Mathematik auskenne und der schnellste Kopfrechner bin, weiß ich, es sind genau 6 Quadratmeter. Ja, aber Tim, ich habe es jetzt genau gemessen. Es sind 2,5 mal 1/3. Was willst du damit sagen, Al? Na ja, Tim, wenn du schon der beste aller Kopfrechner bist, kannst du die Zahlen mal schnell multiplizieren, oh Computerhirn. Tja, das würde ich gern, mein lieber kleiner Assistent, aber die Zeit ist abgelaufen. Also müssen wir es eben auf 7 aufrunden, Quadratmeter. 4,375. Was auch immer. Wenn Sie so einen Boden legen wollen, müssen Sie den alten vorher entfernen. Ja, genau. Und dafür nehmen wir einen einfachen, herkömmlichen Kratzer. Aber das wäre nicht lustig. Wir versuchen die Trockeneismethode. Man legt Trockeneis auf den Boden und das hebt die Asphaltplatten hoch. Tim! Also, man braucht eine Riesenmenge Trockeneis, damit das funktioniert. Zur Abwechslung, Al, hast du mal vollkommen recht. Also, wir kommen dann doch zurück zu unserem einfachen, herkömmlichen Kratzer. Sowas bekommen Sie in jedem gewöhnlichen Haushaltswarengeschäft. Wir kommen gleich wieder nach der Werbung für Binford-Werkzeuge. Was machst du mit Marks Spielzeug-Hubschrauber? Mark, was hat er gekriegt? Mehr Power! Jetzt ist er ein heißer, zähnefletschender, hochgemotzter Spechtvernichter. Was ist mit der Holzeule, die du oben hingestellt hast, um ihn zu vertreiben? Dieser winzige Specht hat das gemacht? Dieser winzige Specht, wie du ihn nennst, hat ziemlich blöde Angewohnheiten. Marc, hol meine Ausrüstung vom Landeplatz alles oben, klar. Ja? Sieh dir das an. Wow! Kann man wohl sagen, hä? Hey, wie ist deine Arbeit gelaufen? Ich habe einen Dreier. Gut, das ist gut. Und das Beste daran ist, dass du es ganz alleine geschafft hast. Mathematik lehrt uns Strukturen und Ordnung. Ohne Mathe würde die Menschheit umherirren in dem Garten eines Labrador. Wir kriegen
gegen einen Hund? Nein, drücke ich mich nicht klar aus. Wenn du Hilfe bei den Schularbeiten brauchst, komm zu uns. Ach, ist schon okay, denn jetzt weiß ich ja, wie man Doppelbrüche multipliziert. Ja? Wie hat er das gelernt mit den Doppelbrüchen? Ich habe es ihm gezeigt. Und wer hat's dir gezeigt? 7. Klasse Mathe, das habe ich damals gelernt. Und Mom, ich habe heute auch mit Jennifer gesprochen. Jennifer? Du bist nicht auf dem Laufenden, sie sind wieder zusammen. Was wollte sie? Naja, sie hat gesagt, wenn du noch Fragen zu den Doppelbrüchen hast, dann ruf sie heute an. Er meint, dass sie noch Fragen hat, denn als ich es kapiert hatte, rief ich sie an, um zu sehen, ob es stimmt. Und da hat sie angefangen, mir einige Fragen zu stellen. Ich muss schon sagen, du bist mir eine... Hier, Dad, hier ist dein Zeug. Sehr gut. Und du bist sicher, dass damit nichts passiert? Ich hab alles im Griff. Ihr seid hier drin in der Sicherheit des Hangars. Während Captain Bob sich da draußen diesen Specht zur Brust nimmt. Soll ich vielleicht das Krankenhaus anrufen und sie bitten, dass sie schon mal deine Lieblingssuppe kochen? Los geht's! Los geht's! Ja, ja! Ja, stark, sehr stark! Und runter? Genauso! Rotor aus! Wo fliegst du eigentlich hin? Nein, nicht diese Richtung! Nein! Tatsächlich? Wieso? Was ist passiert? Keine Ahnung. Also sie muss Schluss gemacht haben, sonst wäre er nicht so deprimiert. Ja, so war's. Und du weißt, wie empfindlich Brad ist. Ich darf an dieser Stelle doch nicht lachen.